Yo Heroes, was geht ab und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und ich bin ja gerade auf dem Weg nach Wien und ich dachte mir, ich erzähle euch mal heute, wie es denn so war bei mir mit dem HST-Training, mit dem hypertrophie-spezifischen Training. Da habe ich ja letztens ein Video drüber gedreht, das kannst du hier oben nochmal anschauen, falls es dich interessiert. Das ist ein Trainingssystem, ja, wo man das Training ziemlich genau planen muss und wo man dreimal die Woche trainiert. Ja. Und genau das sind eigentlich auch die drei Fehler, finde ich, die ich bei dem HST-Training für mich entdeckt habe. Und das ist einfach nicht das Richtige für mich war. Deswegen habe ich es auch, ich glaube, als ich es wieder hochgeladen habe, so ein, zwei Wochen später wieder abgebrochen. Ja? Weil einfach, es gab mehrere Probleme und die will ich dir jetzt kurz mal erzählen. Ja? Und zwar musste man eben, also es war sehr, sehr kompliziertes Training und man musste dreimal pro Woche Ganzkörper trainieren. Ja? Und was ist jetzt natürlich der Fehler bei dreimal pro Woche Ganzkörper für einen schon etwas Fortgeschrittenen wie mich? Ja? Also ich denke jetzt mal, dass ich mit dem Gewicht nicht mehr so ganz am Anfang stehe, so... mein Rekord war jetzt bei den Hero Squats, also 20 Wiederholungen, 125 Kilo, ja, und das ist schon ein ganz guter Kraftwert, finde ich. Und dadurch, dass ich jetzt da bei dem HST-Training dreimal pro Woche Kniebeugen habe machen müssen, ja, bin ich permanent mit Kniebeugen, mit Beinmuskelkater rumgelaufen, ja, und hatte aber auch noch im nächsten Training immer noch den Beinmuskelkater und musste den noch irgendwie ein bisschen mit aktiver Regeneration und sowas wegbringen. Ja. Und das hat dann einfach nicht so Spaß gemacht. Ich konnte mich nicht so gut steigern von den Gewichten her. Und ja, das ist einfach für Fortgeschrittene, dreimal pro Woche Kniebeugen zu machen, ist einfach meiner Meinung nach zu viel, ja. Aus dem Buch, aus dem ich das habe, ja, von Intelligent Strength, da ist es natürlich auch als erster Plan für hypertrophie-spezifisches Training eingebaut, ja. Und deswegen bin ich wahrscheinlich nicht geeignet mehr für diesen Plan. Natürlich für Anfänger oder für Leute, die halt noch nicht so viel, noch nicht so hohe Gewichte verwenden, bei den Kniebeugen zum Beispiel oder bei anderen Übungen auch, für die mag es auf jeden Fall klappen, ja. Aber ja, es gab zum Beispiel auch kein Deadlift bei dem HST-Training, den habe ich einfach mit reingenommen, weil ich einfach Deadlifts machen will, ja, das ist mir komplett klar, weil es einfach Spaß macht und ich mich da steigern will, ja. Deswegen HST-Training, also mein Fazit, nicht so geil für mich gewesen, kann natürlich jeder mal selber für sich ausprobieren, ja, wenn man jetzt speziell an Hypertrophie interessiert ist, ja. Und das, was ich jetzt eigentlich für mich daraus mitgenommen habe, ganz persönlich, ist einfach, dass eigentlich das ist genau das Gleiche, was wir schon die ganze Zeit bei Zero to Hero predigen und immer wieder sagen, ja, dass man das Training einfach nicht zu kompliziert machen darf. Ja, also simplify, vereinfache. Denn wenn das Training viel zu kompliziert ist, dann machst du dir viel zu viele Gedanken über das Training und du verlierst ein bisschen den Spaß am Training. Du musst dich auf die Basics besinnen. Ja? Ich mache jetzt genau den gleichen Trainingsplan, den ich davor gemacht habe und kann mich wieder super mit meinen Gewichten steigern und mache meine Fortschritte und bin ganz glücklich mit diesem Plan. Ja? Mach wieder Deadlifts, mach Kniebeugen, aber nur zweimal die Woche, sodass ich mich immer gut regenerieren kann. Ja? Ich mache meine ganzen Übungen, die ich machen will, kann es ein bisschen selber mal einbauen und eintauschen und so weiter. Ja? Deswegen, das habe ich auf jeden Fall für mich mit rausgenommen, also Simplify, dass man eben halt das Training nicht zu kompliziert macht. Ja? Und wie sieht es sonst so bei mir aus? Jetzt vielleicht zwecks Ernährung auch noch mal ein paar Worte sagen. Ernährung achte ich momentan nicht so krass drauf. Ja? Also ich habe für mich auch ein bisschen rausgefunden, dass man jetzt eben nicht, dass es eben für den Körper halt nicht schlimm ist einfach, wenn man mal ein bisschen Süßigkeiten isst, ja, oder wenn man so, ja, 80% so, ich sag mal, clean isst, ja, in Anführungszeichen, es gibt natürlich kein cleanes Essen oder so, aber wenn man natürlich ein bisschen mehr Süßigkeiten isst, ein bisschen mehr Eis, ich esse ziemlich viel Eis momentan, ja, gerade habe ich auch schon wieder Cornetto verputzt und bei Kolja in der Woche werden wir auch wieder viel Cornetto essen, denke ich. Und ja, das macht einfach Spaß irgendwie, auch nach der Diät jetzt, weil ich ja eine Diät 10 Wochen gar nichts gegessen habe, ja. Natürlich nach der Diät auch wieder ein bisschen mehr zu cheaten und ein bisschen mehr Süßigkeiten zu essen und so weiter. Und ich nehme auch nicht zu, ja. Ich habe einen ziemlich hohen Kalorienverbrauch durch meine Arbeit, ja, weil ich halt den ganzen Tag rumlaufen muss und weil ich auch schon eine gewisse Grundmuskulatur habe, ja. Also habe ich einen viel höheren Grundumsatz als halt manch anderer, ja. So, das ist auch der Abschluss dieses Videos. Ich werde mir jetzt hier noch ein paar Oreos reinziehen, ja. Wir sehen uns im nächsten Video. Schreibt mir mal unten in die Kommentare, was du, ob du das HST-Training ausprobiert hast oder was du für ein Trainingssystem gerade anwendest, dann können wir darüber ein bisschen diskutieren. Ich freue mich aufs nächste Video, bis dann und ciao!